Ja, heute würde ich Ihnen gern etwas über die Alarmeinstellungen erklären. Und egal, ob Sie jetzt in der Mosaik-Variante oder in der klassischen Variante arbeiten, haben Sie entweder jetzt hier die Möglichkeit, unter neuem Fenster, New Window, direkt in die Rubrik Alerts zu gehen. Für diejenigen, die jetzt klassisch arbeiten, ist es im Prinzip hier oben direkt zu sehen. Der Bereich Alerts, also da kommen Sie in den gleichen Bereich rein, sollten hier eine Übersicht haben von all Ihren Alarmen. Bei mir ist jetzt keiner vorhanden. Das heißt, Sie können natürlich dann auf der rechten Seite über Bearbeiten hier, ich habe es jetzt hier auf Englisch eingestellt, aber die Anordnung ist natürlich das gleiche auch, ja, Alarme duplizieren, bearbeiten, löschen, ja, was auch immer an bestehenden Alarmen verändern. Und die andere Möglichkeit, wenn man jetzt komplett einen neuen Alarm einlegt, möchte ich Ihnen einmal zeigen. Wir nennen das Ganze einmal Test. Dann gehen wir hier über Add rein, legen ganz normal unseren Preis fest. Kann auch eine Zeit sein, dass man sagt, ja, zu einer gewissen Zeit möchte ich jetzt hier, dass die Order erst aktiv wird. Ich setze jetzt mal in Verbindung mit dem S&P 500 als ETF, dass ich sage, der sollte jetzt über, was weiß ich, machen wir mal unter 300 fallen. Geht ja eher nur darum, Ihnen das Ganze mal näher zu bringen. Das war jetzt eine nur zu viel. Dann finde ich, man kann jetzt noch beliebig andere Werte mit hinzufügen, also andere Bedingungen. Da müssen Sie wieder auf Hinzufügen gehen. Können, wie gesagt, auch Margin hinterlegen, wenn jetzt die Margin irgendwie zu niedrig ist, dass man in der Form dann eine Order platziert oder in der Position schließt. Sie sehen, die haben im Prinzip die Auswahlmöglichkeiten. Ich denke, das ist recht einfach nachvollziehen, zu vollziehen. Man kann auch den Tagesgewinn oder alles, was Sie hier in der Übersicht sehen, an den Alarm noch mit anfügen. Dann hat man das, die Möglichkeit, das als Nachricht, als Audioton hier dementsprechend festzulegen, per E-Mail oder SMS. Und was, glaube ich, ganz interessant ist als Order, wenn ich jetzt hier auf Order gehe, muss ich nicht mal mit dem S&P verbinden. Ich kann jetzt auch sagen, wenn der S&P unter 300 fällt, dann möchte ich Apple als Beispiel kaufen. Dann stelle ich hier Apple ein. Weiß natürlich nicht in dem Moment, wo Apple jetzt liegt, wenn der S&P so stark fällt. Deswegen ist es wichtig, erstmal immer Gültigkeit GTC, dass die Order natürlich auch dann dementsprechend für die nächsten Tage noch gültig ist. Und dann hat man jetzt die Möglichkeit, hier verschiedene Orderarten auszuwählen. Ich würde jetzt immer, auch wenn es vielleicht bei Optionen dann schnell mal einen größeren Gap geben kann, hier vorschlagen, dass man das Ganze mit einer Market Order generiert und dementsprechend dann ja, Market die Position schließt und das an den Alarm anfügt. Das heißt, ich kaufe Apple nur dann, wenn der S&P unter 300 fällt. Hier in dem Fall Market. Wer das für eine Option durchführen will, kann natürlich nochmal den Wert eingeben. Dann gehen wir in Option rein. Und wenn Sie jetzt Kombinationen haben, dann müssen Sie die Kombination auswählen. Also Sie geben den Wert ein, müssen hier die Kombination einstellen und können dann dementsprechend das für entweder Kombinationen sowie auch einzelne Positionen schließen. Bei einer Kombination können wir auch einmal ein Beispiel machen. Ich kann jetzt sagen, für Apple müsste gleich ein neues Fenster erscheinen. Genau, das ist ein bisschen umständlicher. Da geht man in die Strategie rein, kann jetzt auswählen, was hat man hier für eine Strategie. Ist es ein Kalenderspread? Ich denke, bei den meisten wird es sich hier um eine Ansonsten können wir auch die einzelnen Lecks eingeben. Gut, die einzelnen Lecks macht wahrscheinlich weniger Sinn. Sie müssten es schon als Strategie hier auswählen. Mal schauen, dass wir die richtige auswählen. Ah ja, hier haben wir das vertikale Spread. Dann können Sie, wie gesagt, die Laufzeit,
die Streikpreise auswählen und können dann ihren Alarm an, auch selbst für eine Optionskombination hier hinterlegen. Da ist es halt nur wichtig, wenn wir nochmal den einen Schritt zurückgehen. Für Einzeloptionen ist es, glaube ich, recht einfach. Man gibt den Wert nur als solches ein und geht dann unter Optionen, wählt die Einzeloption aus, die man dann schließen kann, möchte. Das ist ja wirklich nur so ein Worst-Case-Szenario. Und bei einer Kombination, möchte es auch hier nochmal kurz zeigen, auch hier den Wert eingeben. Jetzt hängt es gerade etwas, aber im Prinzip, so wie ich es gerade gezeigt habe, Sie geben den Wert ein, geben dann nicht auf Einzeloptionen, sondern auf Kombinationen und dann hat man die Möglichkeit, hier das Ganze zu aktivieren. Indem man einfach auf Activate geht, kann das Ganze hinterher nochmal bearbeiten. Man kann es ja auch, um jetzt vielleicht auf der sicheren Seite zu sein, am Anfang einfach mal im Paper Trading Account testen, dass das im Prinzip funktioniert, dass Sie auch sehen oder Sie machen mal eine kleine Order, um das für sich einfach von der Logik her ein bisschen besser zu verstehen. Aber im Prinzip ist es so, wie Sie eine Nachricht oder einen Audioton anfügen, hier für Kombinationen genauso möglich wie für Einzelaktien, also das also für Einzeloptionen, die man dann halt hier als Financial Instrument in der Spalte auswählen kann. Und man könnte jetzt rein theoretisch sogar hergehen und sagen, wenn der S&P 500 unter ein Niveau fällt, dann füge ich hier gleich 5, 6, 7 Orders mit ein. Weil Sie haben ja die Möglichkeit, wo wir jetzt hier die eine Order-Spalte eingefügt haben, dann auch das gleiche nochmal auf der mit dem Button Add für eine zweite, dritte, vierte Order. Also man könnte rein theoretisch sagen, sollte der S&P 500 nochmal richtig einbrechen, möchte ich einfach 10 Positionen gleichzeitig mit einer Market Order schließen. Das geht auch. Man muss es nicht alles einzeln machen. Man kann es auch kombinieren und für eine Optionskombination, wie gesagt, wäre es in der Form, glaube ich, ja, auch hier das Beste ist, direkt einzugeben. Ja, und sollten Sie noch weitere Videos zu dem Thema sehen wollen oder uns wenn Sie uns auf YouTube folgen, dann finden Sie hier noch weitere Videos, die, glaube ich, auch für die TWS recht hilfreich sind und Ihnen ja, das Trading in TradeStation oder TWS deutlich erleichtern, vielleicht auch die ein oder andere Trading-Strategie. Von daher würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Vielen Dank.